Ja, einige von euch haben mich gefragt wegen dem Kinderwagen. Dann bleiben wir mal eben stehen. Das ist der Kinderwagen. So sieht er aus. Die Marke heißt Passo. Und das ist hier so grau. In grau habe ich den geholt. Den gibt es auch in anderen Farben. Der hat eine super Federung, also grau-schwarz ist der. Der hat eine super Federung, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Der ist super gefedert, also man kann da über Hügel und Steine fahren. Das ist jetzt halt das Bettchen. Da kann man auch die Höhen verstellen drin. Das ist höhenverstellbar, die Lehne. Ich habe das jetzt einmal hochgemacht für ihn. Hier, das ist auch verstellbar, hoch und runter. Der Griff. So ein Netzteil, das Netzteil, das habe ich extra noch, da war noch eine Wickeltasche war dabei und dann war noch dabei der Buggy, einen Aufsatz habe ich jetzt zu Hause und der Maxi Cosi, den man auch fürs Auto gebrauchen kann. Hier unten ist noch so eine Einkaufskorb. Und so sieht er von vorne aus. Also man kann die Schalen auch andersherum in den Kinderwagen einsetzen. Hier kann das Baby drauf die Füße ablegen, wenn der Buggy drauf kommt. Und der ist auch ganz schnell im Auto zusammenfaltbar und nimmt auch nicht viel Platz ein. Also ich habe einen Ford Fiesta und der passt da gut rein. Hier macht man den ab, also einfach nur die zwei Bügel hier betätigen, dann geht das Ding hier ab oben und dann kann man den hier so, das hier so hoch machen und dann kann man das zusammenklappen. Und dann wird er auch eigentlich ganz klein. Ich habe nämlich geguckt, ja, hier ist die Feststellbremse. Bremsen gibt es vorne natürlich auch. Ich habe halt geguckt, dass ich einen kleinen, kompakten Kinderwagen hole wegen meinem Auto. Und von den Maßen her war der klein. Ich glaube 80 x 60 x 90, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also der war schon ziemlich kleiner als andere Kinderwagen. Also es ist ein Kombi-Kinderwagen, wie ihr gerade gehört habt. Und der hat 311 Euro gekostet mit Versand. Den gab es bei eBay und den gibt es auch bei Amazon. Und ich hätte den auch telefonisch günstiger bekommen können über den Verkäufer. Der hat ihn mir für 280 Euro angeboten, komplett. Aber ich dachte mir, nee, machst du sowas lieber nicht. Ich habe es jetzt über Amazon gemacht. Da weiß ich, also da bin ich mir sicher, dass ich da eine Garantie habe und dass da alles rechtens verläuft. Ich hatte leider, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Probleme mit dem Kinderwagen. Das eine Problem ist, dass der Druckknopf hier an der Seite von der einen Schutzhaube abgegangen ist. Und das zweite Problem war, also das fand ich schon ziemlich schlimm, beim vorderen Rad ist hier eine Schraube abgegangen, also diese Mutter oder wie das heißt. Und auf einmal ist mir das Rad abgegangen mitten in der Straße. Und ich habe das natürlich direkt reklamiert. Und der Verkäufer meinte, so eine Reklamation hatten die noch nie. Das wäre das erste Mal. Aber das müsste auch wohl so sein, weil der Kinderwagen hat jetzt echt super Bewertungen bei Amazon. Deswegen habe ich mir den auch geholt. Ja, und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden vom Verkäufer. Ich habe, also das ist vorgestern passiert. Er hat am nächsten Tag direkt die Schraube rausgeschickt. Und heute habe ich sie bekommen und kann wieder mit meinem kleinen Schatz spazieren fahren. Und wegen dem Druckknopf schicken die mir jetzt eine neue Schutzding hier. Also jedes, der Buggy hat auch so ein Schutzding und der Maxi Cosi hat das auch. Das finde ich sehr, sehr gut. Und alle haben noch so ein Moskitonetz und natürlich einen Regenschutz. Der ist sich mal wieder am Wälzen. Da wird sich mein Freund freuen, dass der den gleich baden darf. Ne, Alex? Ach Gottchen. Ja, das zum Kinderwagen. Also ich
Ich bin sehr begeistert von ihm. Er fährt sich super, 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 super gefedert. Wie gesagt, ist total leicht zu fahren und mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wenn da mal was sein sollte am Kinderwagen, also 2 Jahre Garantie. Und der Verkäufer ist auch total nett und ja, bekommt direkt eine Rückantwort. Ja, das war's so, meine Lieben. Ich bin jetzt auch gleich zu Hause. Mein Kleiner ist müde geworden vom Sweatshirt-Nuckeln. Und ja, wir sehen uns dann später. Ich wollte euch noch ein paar gestrickte Sachen von Alexandros Oma zeigen, die sie, der hat sich ein Stöckchen geholt, die sie zum Verkauf anbietet. Vielleicht ist was für euch dabei. Und ich sag mal bis später. Tschüss. Das ist jetzt der Buggy-Aufsatz. Hier ist noch so ein Sicherungsding, das kann man hier dran machen. Ja, dieses Schutzding hier oben, das ist ziemlich gut. Das kann man hier so ganz weit nach vorne machen. Und da hat der einen richtigen Schutz. Hier das Ding kann man aufmachen. Und dann hier so wieder runter. Dann ist hier höhenverstellbar. Hier ist so ein... Ach, kann man nicht sehen. Hier ist so ein Griff, den macht man nach oben. Ganz einfach. Und dann kann man... Mit einer Hand geht das ein bisschen schlecht. Dann kann man hier die Höhe verstellen vom Buggy. Ich habe jetzt so ein Ding als Matratze reingemacht, damit das nicht so... Naja, auf jeden Fall. Hier ist auch noch so ein Schaumding an. Für den Rücken. Hier kann man den halt festmachen. Das Ding hier unten kann man auch noch runter machen. Also 3-4 Mal kann man das bewegen. Ja, Buggy-Aufsatz, wie gesagt. Und jetzt zeige ich euch den Maxi-Cosi. So, das ist der Maxi-Cosi. Der sieht so aus. Der hat hier noch so eine Sitzverkleinerung drin. Hier zum Festmachen. Ja, dann ist hier noch so ein Schutzding dran. Was kann man dazu noch sagen? Halt ein normaler Maxi-Cosi. Und dazu ist halt noch hier dieses, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Diese Schutzdingern halt. Zum drauf tun. Das ist alles mit Druckknöpfen. Beim Buggy gab es das natürlich auch mit Druckknöpfe. Habe ich jetzt vergessen, euch zu zeigen. Ja, das ist es vom Kinderwagen. Und die Wickeltasche zeige ich euch noch. Die war auch noch dabei. Das ist die Wickeltasche. Ich finde die eigentlich ganz stylisch. Denn die finde ich sogar hübscher als die vom DM, die ich jetzt da oben hängen, weil ich die hier eher benutze, weil ich sie hübscher finde. Und die kann man die auch an den Kinderwagen am Griff dran machen. Und hier sind so 2 Seitenfächer. Und so sieht das Ganze innen drin halt aus, also wie eine normale Wickeltasche halt. Ja, das war's zum Kinderwagen. Und wenn ihr Fragen habt oder ich was vergessen habe, dann schreibt mich ruhig an. Bis dann!